Hallo Bayern München Fans. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Bevor wir beginnen, möchten wir Sie bitten, unseren Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken und betonen, wie wichtig es ist, bis zum Ende zuzusehen. Wir haben exklusive und detaillierte Informationen, die wir mit Ihnen teilen möchten, also verpassen Sie keine Sekunde. Heute bringen wir eine Nachricht, die alle von Interesse sein könnte. Laut der angesehenen Zeitung Kicker wird der FC Bayern München die Möglichkeit haben, den Spieler Erik-Maxime Choupo-Moting während des Wintertransferfensters im Januar freizugeben. Ja, liebe Fans, es scheint, dass Choupo-Motings Spielzeit seit der Ankunft von Harry Kane im Verein abgenommen hat. Zudem hat sich Mathys Tel als bevorzugter Ersatzspieler des englischen Nationalmannschaftskapitäns einen Namen gemacht. Da Choupo-Motings Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft, erwägt der FC Bayern, ihn im Januar zu verkaufen. Diese Maßnahme soll verhindern, dass der 34-jährige Spieler im Sommer 2024 ablösefrei geht. Es ist eine strategische Entscheidung des Vereins, die sowohl gegenwärtige als auch zukünftige Vorteile sichern soll. Es ist wichtig zu betonen, dass Choupo-Moting in der letzten Saison eine bedeutende Rolle gespielt hat. Er übernahm die Position des Hauptstürmers beim FC Bayern München und erfüllte diese Aufgabe sehr gut. Darüber hinaus hat der Spieler Erfahrung bei anderen Bundesliga-Vereinen wie Mainz und Schalke sowie bei englischen Teams wie Stoke City und PSG gesammelt, bevor er schließlich zu die Roten wechselte. Abschließend möchten wir uns bei Ihnen allen für Ihre Anwesenheit und Ihr Mitverfolgen bedanken. Bleiben Sie dran auf unserem Kanal für weitere Nachrichten und Aktualisierungen rund um den FC Bayern München. Und vergessen Sie nicht, Ihre Kommentare und Vorschläge unten zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal.